Dürfte ich vorher bitte noch ein Gebet lesen? Obwohl man, wenn man sowas erlebt hat, von Leben nicht mehr sprechen kann. Ich bin ein neuer Mensch, Herr Pfarrer. Mit Sacrifice kommt ein überraschend spannender Thriller in das heimische Wohnzimmer. Im Kino recht wenig beachtet ist es ein Cop-Thriller, der zwar die Klischees bedient, aber eine spannende und fesselnde Erzählstruktur besitzt. Der hartgesottene Undercover-Cop John Hebron ringt mit der Vergangenheit. Seine Frau und seine Tochter wurden bei einem Einbruch brutal ermordet. Seitdem flüchtet er sich in den Alkohol. Rat sucht er immer wieder bei Priester Porter. Als John einen Ring von Heroin-Dealern aufdeckt, gerät er in eine gefährliche Situation. Ein Überläufer der Dealer-Gang vertraut ihm kurz vor seinem Tod seine 5-jährige Schwester an. Es beginnt eine tödliche Jagd auf das Mädchen, denn nur sie weiß, wo ihr Bruder ein fehlendes Paket Heroin versteckt hat. John ist mehr denn je auf die Hilfe von Priester Porter angewiesen. Wie gesagt, ein spannender Film, den man sich an trüben Tagen ansehen sollte. Du bewegst es dann durch den Arsch nach Toronto und findest diese Statue. Ich kann niemandem mehr trauen. Doch, mir schon. Gott sprach! Bleiben Sie stehen, erschieß ihn! Was hat der Kerl vor? Verdammt nochmal, mach ihn platt! Los! Ich hab so Angst, John. Ich komm und hol dich.